Wenn wir das da machen, müssen in jedem Krematorium bleiben ein paar Häftlinge, 5, 4 oder 6, die das Krematorium in die Luft sprengen. Das Pulver war nicht, das hat man dann gesagt, nicht so stark, dass das in die Luft konnte gehen. Aber anstecken jedenfalls. Aber Feuer machen. Ja. Schon damals waren 4 Häftlinge, ein paar Häftlinge auf dem Boden, denn Krematorium 3 und haben schon Feuer angelegt. Ah, da kommt schon der große Feuer. Und vor denen aber, die Häftlinge waren auf die eine Seite, die selektiert waren, die anderen nicht. Und die 4 Häftlinge gehen auf die SS-Männer, die dort waren. 2 wurden dort erschlagen. Da liefen 100 Häftlinge und ich höre, wie man schießt auf dem Hof des Krematoriums 3. Da gehe ich heraus und jetzt sehe ich, dass am Hof liegen so die Häftlinge erschossen. Vom Krematorium 3. War schon Nacht. Da gehe ich langsam auf die andere Seite. Ich schlich mich und komme nach dem Wald, das ist ein kleiner Waldtor, zurück zu dem Krematorium 4. Ja. Ja. Und glaube, dass ich durch die Draten durchkomme. Ja, weil das war schon nicht die kleine Postenkette. Das war schon außerhalb, ja.